Video möchten wir euch zeigen, wie man einen Übergang von einem SML-Rohr oder Formstück DN70 auf ein SML-Rohr oder Formstück DN80 herstellt. Daniel, warum wollen wir in diesem Video speziell diese Verbindung zeigen? Die Größe DN70 ist kein absoluter Standard mehr und die Größe DN80 hat sie komplett abgelöst. Dementsprechend werden wir natürlich viele Bauvorhaben finden, wo wir genau diese Situation vorfinden. Altes DN70-Rohr mit dem Anschluss auf das neue DN80-Rohr. Und genau das wollen wir euch jetzt zeigen. Wir brauchen dafür nur zwei Komponenten. Das ist einmal ein DN70-Adaptergummi und ein ganz normaler Rapid in der Größe DN80. Kommen wir jetzt zur Montage. Als erstes den Adaptergummi DN70 auf das SML-Rohr oder Formstück DN70 bis zum Anschlag aufstecken. Dann den Rapidverbinder DN80 über das Adaptergummi und diese Verbindungskombination auf das SML-Rohr oder Formstück DN80 aufstecken. Den Verbinder schließen und schon fertig.